Unsterblich, ja. Ja, da wäre doch dann bald kein Platz mehr auf der Welt. Wo sollen denn alle hin, wenn alle unsterblich wären? Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, gut, dass der Mond nicht bewohnt ist, weil stellen Sie mir das Gedränge bei Halbmond vor. Warum kriegt man von zu viel Fett eine Gallenkolik, aber von zu viel Blödheit eine Kuffe? Das war ideal, kann ich nur sagen. Das wäre ideal. Sie gehen in der Früh aus dem Haus, Sie sehen an, die sagen, oh je, ich hab Kopf, ja, ist das ein Kopf. Wie ist es gleich? Mit dem brauchen Sie nichts reden, das ist ein Trottel. Ne? Das ist, warum ist es erlaubt, gewisse Tiere zu schlachten und sie dann zu essen, aber verboten, gewisse Pflanzen zu pflücken und sie dann zu rauchen? In einem typischen Frauensatz kommt immer wieder das Wörtchen einmal vor. Ne? Kannst du nicht einmal Rücksicht nehmen? Kannst du mich vielleicht einmal ausreden lassen? Kannst du mich vielleicht einmal unterstützen? Alles muss man selber machen. Sehr erfolgreich, bitte schön, sehr erfolgreich. Kaum auf dem Markt und schon vergriffen die Treue-Card. Gell? Mit der darf man, wenn man seiner Frau 10-mal treu gewesen ist, einmal fremd gehen. Gell? Ich bin schon leider vergriffen. Gell? Ja, ganz Österreich muss sparen, darum bin ich mir im Klaren. Meine Zukunft sehe ich in der Politik. Und wenn alle anderen schwitzen, auf dem letzten Euro sitzen, ja, dann werde ich durch Diäten doppelt dick.